Rauf und runter hohen Ring, Halle hi und Halle hin, laufen wir ein Stück dahin, da 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 da. Ja gut, so wirklich tanzen sieht das nicht aus, aber wäre schon ganz lustig, denn die Musik macht ja auch Spaß, wie die Hilda hier so hin und her schwingt. So, wir waren dabei beim letzten Male irgendwie einen Vogel zu fangen. Oder zumindest das vierte Eichenblatt irgendwie zurückzubekommen. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, was wir machen sollen. Ich nehme stark an, dass wir das irgendwo hier bei diesen Vögeln machen können, auch wirklich. Deswegen versuche ich jetzt mal eine Netzfalle hier aufzustellen bei dieser Kurve oder so. Wozu? Na, ich weiß nicht. Vielleicht. Das ist kein Banner. Banner? Was denn, Banner haben? Kann ich da... Leute, warum? Das ist kein Banner. Das ist kein Banner. Diese Eichenblätter sind nur aufgenäht. Kann ich einen Banner machen? Tatsächlich. Eines von Eugiers Messing-Eichenblättern. Mal sehen, was dem Schwätzer dazu einfällt. Hä? Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Kein Zweifel. Dieses breite Wams kann nur Troga gehören. Hä, wo hab ich das... Ich hab das kombiniert? Diese Eichenblätter sind nur aufgenäht. Dann hab ich das... Kein Zweifel. Dieses... Okay, gut. Keine Ahnung, wie ich jetzt gerade zu dem Messingblatt gekommen bin. Wenn ihr Ahnung habt, wie ich das gerade geschafft habe, schreibt es mal in die Kommentare rein. Denn ich... Das war mir jetzt zu schnell. Das habe ich jetzt nicht gerafft, wie ich das gemacht habe. Ich gehe mal mit dem Eichenblatt zu Olgirt, aber ich habe so das Gefühl, der schlägt uns zusammen dafür, dass wir das haben. Sieh mal, Olgirt. Ein Eichenblatt aus blankem Messing. Ist mir einfach vor die Füße gefallen. Das muss das vom Burgwächter sein. Wo hast du... Lass uns doch tauschen. Eichenblatt gegen Eichenblatt. Damit du gewinnst? Auf keinen Fall. So gewinnt keiner von uns beiden. Es sind noch andere im Wettstreit, wie du weißt. Also schön. Wie viele Eichenblätter hast du schon? Genauso viele wie du. Verstehe. Also gut, Vogelfänger. Heute ist dein Glückstag. Wir tauschen. Aber sei gewarnt, Giron. Wenn du gewinnst, schlägt Ulfried dich grün und blau. Dann sollte er sich schon mal ausruhen. Na, also. Ich habe alle vier. Jetzt schnell zum Haushofmeister. Natürlich gehen wir dahin. Ich habe aber so das Gefühl, dass mit der Warnung war ernst gemeint, aber ich werde einfach mal hingehen. So, Haushofmeister, Hallöchen. Steht noch kein anderer Bewerber da, also sind wir ganz gut. Schon wieder? Ich habe alle vier Eichenblätter. Was? Du? Zeig her. Tatsächlich. Jetzt sieht die ganze Färberbande, wer der Dumme war. Nicht so schnell. Eine Aufgabe steht dir noch bevor. Aber ich habe alle vier Blätter beisammen. Nimm diese Stadtbanner und hisse es vor den Toren der Burg. Oh je. Das riecht nach Schikane. Es ist ein Tribut an deine Stadt und an deinen König. Es zeigt deinen Stolz, Untertan des Andergaster Königshauses zu sein. Kinderspiel. Ja, dann benutze Kurbel. Spiel damit nicht rum, Vogelfänger. Die Winde zum Hissen des Banners. Ich soll damit nicht rumspielen? Willst du mich verarschen? Achso. Moment. So. Ich dachte, das hier oben ist das Banner, deswegen war ich jetzt verwundert. Aber dann halt nicht. Der Vogelfänger hat gewonnen. Das ist kein gutes Omen. Doch, ist es. Du hast den Sieg in der Eichenblatt-Queste errungen. Wer hätte das gedacht? Um deine Ehrung zu empfangen, darfst du heute vor den König treten. Aber einer wie du wird nicht einfach so zum König vorgelassen. Höre mir also genau zu. Alles, was ihr sagt, Meister Haushofverwalter. Königlicher Haushofmeister. Entschuldigt. Die erste Regel. Sprich nur, wenn du angesprochen wirst. Keinesfalls dem König ins Wort fallen. Oder mir.
Und du gehst nicht weiter als 7 Schritte vor den Thron. Jawohl. Du weißt, wie viel 7 ist, ja? 7 kommt nach der 6. Der König wird mit königliche Hoheit oder Majestät angesprochen. Königliche Hoheit, so wird es gemacht. Bereite mir keine Schande. Ein falsches Benehmen und du bist die längste Zeit in Andergast gewesen. Dann bringen wir es jetzt hinter uns. Neuendorf, Rapport. Die junge Königin von Nostria wird die kommenden Tage nicht vergessen, Majestät. Wurde die Garde aus der Rüstungskammer eingekleidet? Und ist endlich der Bote mit den Willkommensgrüßen entsendet? Nicht nur das, mein König. Feine Pasteten sind aus dem Albernischen eingetroffen. Sie munden vorzüglich. Und für das abendliche Gastspiel konnten wir endlich die Rolle des Schurken Murgol besetzen. Es ist der alte Buckeldorn, mein König. Eine interessante Wahl. Soll er aber die Königin nicht allzu schrecken? Wie ihr wünscht, mein König. Wer ist der junge Mann dort? Auch ein Schausteller? Majestät, die Eichblattqueste der kleinen Tournei für das einfache Volk hat heute einen Sieger gefunden. Der junge Geron aus dem Ledererviertel. Sehr formelle Anrede, stolze Anrede, normal. Wir wollen ja kein Problem machen, deswegen. Euer Majestät? Der Junge ist Zögling des Waldläufers Gwynling. Ist das wahr? So ist es, Majestät. Der alte Gwynling. Ohne ihn müssten wir wohl noch heute den Seher fürchten. Majestät, vergesst nicht, dass... Er hat seine Schuld beglichen, wie dem auch sei. Hiermit ernenne ich dich zum Sieger der Eichblattqueste, Geron. So sei es gesprochen und gesiegelt im 1889. Jahr der Unabhängigkeit. Mögest du Andergast stolz machen, Junge. Du kannst dich jetzt bedanken und erheben. Hab Dank für diese Ehre, Euer Majestät. Deine Audienz ist beendet. Wartet. Sag, hast du das Jägerhandwerk von Gwynling gelernt, Geron? Bescheiden machen wir mal, wir wollen ja nicht... Einiges hat er mir wohl beigebracht, aber ich stehe noch ganz am Anfang. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Sagt von Neuendorf, konnte inzwischen etwas gegen die Krähen im königlichen Gästegemach unternommen werden? Majestät, wir unternehmen alle Anstrengungen. Aber? Sie geben sich sehr hartnäckig, mein König. Wahrlich, biestige Krähen. Das höre ich seit Tagen. Das Gesinde gibt sein Bestes. Nicht gut genug. Die nostrische Königin wäre beleidigt. Geron, wirst du mit ein paar Krähen fertig? Das sind Vögel wie alle anderen. Man lockt sie, casht sie, hat sie. Das ist ein Wort. Hiermit erteile ich dir den Auftrag, das königliche Gastgemach von allen Krähen zu befreien. Aber Majestät... Der ganze Hof ist in Aufruhr, Neuendorf. Ihr könnt sicherlich eine helfende Hand gebrauchen. Natürlich, mein König. Ich frage nur, ihr wisst schon, was man über ihn sagt. Bleibt mir weg mit Volkes Aberglauben. Es ist beschlossen. Bringt den Jungen sofort in das verwüstete Gemach. Sehr wohl, mein König. Mach deine Sache gut, Geron, und wir sehen uns wieder. Andergasts Schicksal liegt in deinen Händen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein König. Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt, Junge. Wehe, du bringst uns Unglück. Ich werde mein Bestes geben. Die Krähen haben sich seit gestern hier eingenistet. Siehst ja, was sie hier angerichtet haben. In wenigen Tagen trifft die Königin von Nostria ein. Das hier ist das einzig angemessene Gemach für einen solchen Gast. War bestimmt ein hübsches Zimmer. Spare dir die frechen Worte. Fang lieber die Krähen. Fangen, nicht töten. König Efferdans Gemahlin will keine schlechten Omen, hörst du? Verstanden. Ich denke mir etwas aus. Und keine Diebesfinger. Ja, der kann uns ja wirklich ausgesprochen gut leiden. Ja, puh, das haben Krähen angerichtet, also ganz ehrlich. Oh,
Keine Diebesfinger. Flupp, den ersten Gegenstand, den er sieht, gleich eingesteckt. Sinnloser Prunk. Wer zündet so viele Kerzen auf einmal an? Aber du nimmst es gleich mit. Okay. Wie soll ich da rankommen? Vielleicht hat Gwynling sogar recht. Irgendetwas an diesen Krähen ist faul. Das hat er dir aber gesagt. Das aber hier... Nichts war... Teppich. Weicher als mein Bett. Der muss ein Vermögen wert sein. Nicht mitnehmen. Bett. Hirschkopf. Der wird noch jemanden erschlagen, so locker wie er ist. Da kann Gwynlings ausgestopfte Eule nicht mithalten. Okay, haben wir jetzt das... Kamin haben wir noch. So ein riesiger Kamin. In der Burg soll es Geheimgänge geben. Irgendwann werde ich herausfinden, ob das einer davon ist. Aber erst kümmere ich mich um die Krähen. Sieht sehr nach Geheimgang auf jeden Fall aus, ja. Da haben wir auch noch einen, den habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Mit bloßer Hand fange ich die niemals. Dafür brauche ich Köder und Netz. Aber wo stellen wir Köder und Netz auf? Vielleicht hier? Und eine? Kein geeigneter Köder. Nicht, okay, gut. Dann nehmen wir mal das Ei. Ein Vogelfänger braucht zwei Dinge. Die richtige Falle und den passenden Köder. Was war das? Nichts. Alles in Ordnung. Okay. Wir haben eine Vogelfalle mit Krähe. Und wir haben einen Hirschkopf, der heruntergefallen ist. Ach. Natürlich. Oh! Und ins Gemin. Der wird noch jemanden erschlagen, so locker wie er ist. Okay, den muss ich also nur runterholen. Wir brauchen also noch zwei Fallen insgesamt. Wir haben aber nur noch eine. Hier kann ich das Netz nirgendwo aufspannen. Hirschkopf eventuell. Ich hänge das Netz an seinem Geweih auf. Aber wo verknote ich es unten? Kamin. Ich locke die Krähen in den Kamin und spanne das Netz davor. Dann fliegen sie durch den Schacht und durchs Fenster wieder hinein. Dann machen wir die Fenster zu. Fenster zu. Anscheinend nicht so. Kann ich eventuell... Alles klar, okay. Jetzt... den Kerzenhalter. Okay... Und dann jetzt... Ich muss das Ziel im Auge behalten. Kann ich wieder die andere Krähe da reinstellen? Jetzt bin ich gespannt. Nanu? Was ist das denn? Habe ich es mir doch gedacht. Was? Wo bin ich? Die Hinrichtung. Der Seher. Schweig! Keine schlimmen Omen. Und ich habe auch noch beim König ein gutes Wort für dich eingelegt. Was ist passiert? Ich weiß, was passieren wird. Bis zur sechsten Abendstunde fängst du die Krähen ein. Oder du kommst an den Pranger. Die Krähen, richtig. Das hat wohl nicht geklappt. Deine Sanduhr rieselt, Vogelfänger. Bis zur sechsten Abendstunde. Dieser Traum, er... Oh, reiß dich zusammen, Geron, und kümmere dich endlich um diese Krähen. Der König vertraut mir. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Vielleicht hat Gwynling beim Sezieren etwas herausgefunden, das mir weiterhilft. Habe ich jetzt eine dabei?
Nee, natürlich nicht. Alle Krähen für den Arsch. Okay, gut, natürlich. Was auch sonst. Wäre ja auch zu schön, wenn nicht, gell? Tja, dann gehen wir mal zu Quinlan. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute. Heute war es das, ja, das war es heute, genau, ja. Und die beiden sind weg, ah, okay. Und ja, dann reden wir morgen mit Quinlan und... Geron, du kommst genau richtig. Oh. Ein Stimmungswechsel beim Alten? Das kann nicht gut sein. Du musst eine Fee für mich fangen, so schnell es geht. Eine Fee? Was ist in dich gefahren? Es bleibt keine Zeit. Hilf mir. Ja, aber das heißt morgen. Tschüss. Oh, eine Fee. Ich hoffe, sie sieht gut aus. Miau.